Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Battle. Und heute kämpfen gegeneinander der Allosaurus, welcher vor kurzem erst durch das kostenlose DLC hinzugekommen ist. Auf der linken Seite werden wir den gleich releasen. Mir fällt aber gerade mal auf, dass hier auf der rechten Seite einfach eine Ziege ist. Wie ist die denn hier rübergekommen? Eigentlich ein Pflanzenfressergehege. Rechte Seite. Und der Futterspender ist hier. Ja, gute Frage, wie die rübergekommen ist. Vielleicht habe ich auch den Zaun erst im Nachhinein gebaut, nachdem ich die Futterspender gemacht habe. Das kann sein. Ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir schmeißen auf jeden Fall den Allosaurus mal eben an. Allosaurus, hier haben wir ihn. Man erkennt ihn eigentlich sehr, sehr gut daran, dass er hier so zwei Kämme über den Augen hat. Aber das werdet ihr dann gleich noch sehen. Ich würde sagen, wir brüten das Ganze mal aus. Er ist unmodifiziert. Und kostet 1.900.000 ungefähr. Und hat einen Angriffswert von 107, was echt gar nicht so schlecht ist. Und eine Verteidigung von 33. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Kontrahent. Also der könnte wirklich weit kommen, vielleicht auch sogar gewinnen. Wir werden sehen. Und er wird heute antreten gegen einen Pflanzenfresser. Einen sehr bekannten, sehr beliebten Saurier. Und zwar den Stegosaurus. Den kennen sicherlich alle von euch. Ist ja so einer der Klassiker, würde ich sagen, oder? Einer der bekanntesten Dinosaurier. Hier haben wir den Stego. Ist auch nicht modifiziert, kostet nur 320.000, was echt klar geht. Und ich würde auch sagen, den brüten wir auch schon mal aus. Und ein Angriffswert von 75 hat der Stego und eine Verteidigung von 24. Das heißt, ein wenig schlechter, aber gar nicht so schlecht für einen Pflanzenfresser, das muss man wirklich sagen. Also ich denke mal, das kann wirklich spannend und knapp werden. Und ich würde sagen, ich bringe euch zurück, sobald die beiden fertig sind und dann geht's direkt los mit dem Kampf. Der Allosaurus. Er war ein großer Theropode und ist aufgrund der ungewöhnlich hohen Zahl an Fossilien der am meisten studierte Dinosaurier aller Zeiten. Sein Name bedeutet andersartige Echse. Die auffälligsten Merkmale des Allosaurus sind sein äußerst starker Schädel und seine Fähigkeit, seinen Kiefer extrem weit aufzureißen. Allerdings war im Gegensatz zu den anderen größeren zweibeinigen Fleischfressern seine Bisskraft relativ schwach. Der Stegosaurus. Seine Rückenplatten machen ihn zu einem der bekanntesten Dinosaurier aller Zeiten. Sein Name bedeutet Dachechse und er ist für seine relativ kleine Hirnschale bekannt. Zur Verteidigung dienen ihm vier lange Schwanzstacheln, welche er mit enormer Wucht umherschwingen kann. Mit einer Höhe von 3 Metern, einem Gewicht von 2,4 Tonnen und einer Körperlänge von 10 Metern ist der Stegosaurus ein friedfertiger Pflanzenfresser mit einer wirklich starken Waffe zur Verteidigung. Die beiden Kontrahenten sind soweit. Ihr seht sie hier schon beide im Hintergrund. Der Allosaurus ist hier gerade sich noch fleißig am Ziegensnacken. Gönnt sich jetzt nochmal einen kleinen Happen. Und ich würde sagen, wir entfernen den Zaun und dann geht's direkt los. Ich bin sehr gespannt, wer sich hier den ersten Sieg holt. Es ist wie gesagt wieder ein Best of Three. Das heißt, wer von zwei, von bis zu drei Kämpfen gewinnt, entscheidet dieses Duell für sich. Und ich würde sagen, den ersten Kampf schauen wir uns aus Sicht des Allosaurus an. Ihr seht ja seine Kämme hier oben. Die sind wirklich sehr, sehr auffällig. Daran kann man ihn sehr gut erkennen, den Allosaurus. Und er ist wirklich... wirklich ein beeindruckender Jäger mit seinen scharfen Zähnen, seinem großen Kiefer. Und ich bin sehr gespannt, ob die beiden jetzt direkt aufeinander losgehen oder ob das Ganze noch ein bisschen dauert hier. Stegosaurus ist da gerade noch am Trinken, aber der Allosaurus scheint schon eine Fährte aufgenommen zu haben. Also ich gehe davon aus, dass es hier gleich direkt zu einem blutigen Kampf kommen könnte. Allosaurus scheint ihn auf jeden Fall zu beobachten. Vielleicht traut er sich auch nicht. Wir werden sehen.
Weil der Stegosaurus hat natürlich auch mit seinen Stacheln hinten am Schwanz eine sehr, sehr gefährliche Waffe. Und jetzt scheint der Stegosaurus auch die Aufmerksamkeit auf den Allosaurus gerichtet zu haben. Und er kommt auf ihn zu. Er kommt auf ihn zu, Leute. Ich glaube, es geht jetzt hier los. Der Allosaurus landet den ersten starken Hit. Der Stegosaurus blutet. Und der Stegosaurus schlägt direkt zurück mit seinem Schwanz. Die beiden umkreisen sich. Der Allosaurus schreit nochmal. Das ist wirklich spannend. Und der Allosaurus landet noch einen schweren Hit. Der Stegosaurus ist hart verwundet. Und der Favorit, der Fleischfresser, der Allosaurus, macht hier einen Siegesschrei und entscheidet somit die erste Runde für sich. Also, man muss ja sagen, die Fleischfresser sind immer so die Favoriten in so einem Kampf. Aber es war wirklich knapp. Der Stegosaurus hat immerhin einen starken Hit auch gelandet bei dem Allosaurus. Und vielleicht hat er im zweiten Kampf ein wenig mehr Chancen. Wir werden es sehen. Ich würde sagen, wir springen jetzt auch direkt zum zweiten Kampf. Den ersten Kampf hat der Allosaurus für sich entschieden. Es ist soweit, Freunde. Der zweite Kampf beginnt. Ja, die beiden Kontrahenten sind wieder freigelassen. Der Zaun ist entfernt. Die beiden stärken sich, trinken, essen. Wir werden den zweiten Kampf auf jeden Fall aus Sicht von dem Stegosaurus begutachten. Und ich gönne es dem Stegosaurus wirklich hier, den Kampf für sich zu entscheiden. Einfach aus dem Grund, damit er zeigt, dass die Pflanzenfresser hier auch ernstzunehmende Gegner sind. Ich meine, er hat wirklich eine furchteinflößende Waffe hier hinten an seinem Schwanz mit seinen Stacheln. Damit kann er wirklich immensen Schaden anrichten. Oh, die beiden kommen sich, glaube ich, näher. Haben wir sie denn? Ich höre den Allo doch schon schreien. Oh, er ist da im Wasser. Der Stego flüchtet in den Wald. Das ist gar nicht gut. Da kann ich ihn schlecht beobachten. Ja, und natürlich eine... Wenn es 1:1 steht, haben wir natürlich eine entscheidende finale Runde. Das wäre natürlich auch spannender. Das ist auch ein Grund dafür, dass ich auf jeden Fall die Daumen drücke für den Stegosaurus. Allerdings stehen natürlich die Chancen nicht gut für den Stego. Er hat den ersten Kampf wirklich klar verloren. Er hat schlechtere Werte. Er ist ein Pflanzenfresser. Und ist damit auf jeden Fall hier der Außenseiter, der immer in den Wald rennt. Naja, wir hoffen, dass es hier gleich losgeht. Die beiden sind hier noch am Rumtraben. Der Stego scheint aber wirklich zu flüchten. Guckt euch an, Leute. Er sucht echt ein bisschen das Weite. Nicht so wie beim letzten Mal. Da ist er ja direkt in den Verteidigungsmodus gegangen. Aber wir werden sehen. Falls das jetzt hier ein bisschen zu lange dauert, bringe ich euch gleich zurück. Aber es könnte sein, weil der Allosaurus kommt jetzt wieder zurück. Es könnte sein, dass es jetzt hier losgeht. Er scheint auf jeden Fall eine Fährte aufgenommen zu haben. Wenn die beiden hier im Wasser kämpfen, das könnte natürlich auch einiges verändern. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Vorteil für den Allo oder für den Stego wäre. Aber das werden wir wahrscheinlich dann gleich sehen. Der Allosaurus scheint ihn auf jeden Fall zu beobachten. Der Stegosaurus hat ihn jetzt auch bemerkt. Und geht jetzt auf ihn zu. Also hier ist keine Flucht angesagt. Der Stegosaurus steht sein Mann. Beziehungsweise seine Frau. Es kann ja auch ein Weibchen sein. Er schreit schon mal. Der Allosaurus scheint einfach nur zu warten. Ah, jetzt geht er in Kampfposition. Oh, die beiden kommen sich bedrohlich nah. Der Stego geht auch in Kampfposition, Leute. Und der Allosaurus landet direkt einen starken Treffer. Der Stego schlägt aber zurück mit seinem Schwanz. Beiden umkreisen sich. Der Allosaurus beißt ihn nochmal. Er schwankt, er blutet. Das sieht gar nicht gut aus für den Stego. Und da packt der Allosaurus ihn am Genick und bricht ihm das Genick. Hier der Siegesschrei. Damit gewinnt der Allosaurus dieses Duell. Wirklich klar. Also er war natürlich der Favorit. In allen Bereichen war er der Favorit. Er hat es auch gezeigt, dass er der Favorit zu Recht war. Er hat gewonnen. Er ist eine Runde weiter. Und herzlichen Glückwunsch, lieber Allo. Viel Glück beim nächsten Kampf.
Und bevor ich jetzt hier das Video beende, würde ich sagen, testen wir nochmal eine ganz interessante Sache, weil das würde ich gerne mal wissen. Herzlich willkommen zurück. Naja, der Kampf ist schon entschieden, der Allosaurus ist eine Runde weiter. Allerdings habe ich hier noch eine Idee. Ich würde gerne sehen, wie sich der Stegosaurus so schlägt, wenn wir dem Stegosaurus ein wenig mit Genommodifikation auf die Sprünge helfen. Und ich würde sagen, wir schauen hier gleich mal eben rein. Gucken mal, dass wir die Angriffs- und Verteidigungswerte ein wenig boosten können. Er kostet jetzt auch 1,2 Millionen, das ist echt schon krass. Wir brüten ihn aus und dann lassen wir ihn gegen den unmodifizierten Allosaurus antreten und schauen mal, wie der Kampf dann ausgeht. Ich bringe euch gleich zurück. Leute, 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 das war ein Akt. Ich habe es jetzt beim 7. oder 8. Mal hat es jetzt erst geklappt. Ja, egal. Wir können uns mal den Unterschied hier ansehen. Ja, es hat jetzt geklappt. Ihr seht ja die Werte zu dem anderen hier. Man sieht das. Das ist wirklich ein krasser Unterschied, oder? Also es hat sich alles mehr als verdoppelt. Und ich denke, der Stegosaurus wird jetzt eine wirklich, wirklich gute Chance haben und auch der Favorit hier sein. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang. Wir lassen die beiden frei. Ich mache das mal ganz fix hier. Die beiden scheinen jetzt aufeinander loszugehen. Haben sich jetzt gestärkt. Und gehen in Kampfposition. Ich hoffe wirklich, dass der Stegosaurus jetzt gewinnen kann. Oh ja, die beiden sind in Kampfposition. Und der Stegosaurus landet auch den ersten Hit. Direkt in das Gesicht von dem Allosaurus. Die beiden brüllen sich an. Und der Stegosaurus landet noch ein Treffer. Der Allosaurus ist schwer getroffen. Und damit entscheidet der Stegosaurus ganz klar diesen Kampf für sich. Ihr seht, Modifikationen können hier wirklich viel verändern. Wirklich beeindruckend, dass der Stegosaurus ihn hier so wegklatscht, ohne dass er überhaupt einen Treffer gelandet hat. Ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, haut rein.